Herkunft und Zukunft, dies die gemeinsamen Werte der Europaregion Tirol, Südtirol, Trentino und der Menschen, die sie beleben. Im Beisein der drei Landtagspräsidenten Sepp Nogler, Südtirol, Sonja Lidl-Rossmann, Tirol und Walter Kasswalder, Trentino, sowie von hunderten Schützen und Schaulustigen aus der gesamten Europaregion hat Landesschützenkurat Pater Christoph Waldner das Denkmal mit der Aufschrift Markstein Mitte Tirols feierlich gesegnet. Ja, ich glaube, nach 100 Jahren der Trennung der Grenzen ist es auch wieder wichtig, dass man wieder zusammenfindet. Man arbeitet schon einige Zeit gemeinsam und deshalb ist es immer wieder wichtig, dass man auch gemeinsame Überlegungen macht, gemeinsam auch darüber spricht, wie es weitergehen soll. Und in diesem Sinne ist dieser Tag heute, Setzung des Marksteines hier an dieser Stelle, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Es ist einfach ein Zeichen der Zusammengehörigkeit der drei Landesteilen und in diesem Sinne gehe ich davon aus, dass wir das auch weiterhin betreiben werden, wir weiterhin zusammenkommen werden und wir weiterhin gemeinsam arbeiten werden. Der Markstein soll den Mittelpunkt des historischen Tirols symbolisieren. Er zeigt die Entfernungen zu den Außengrenzen des historischen Tirols auf und soll, wie bei der Segnung betont wurde, die Verbundenheit zum Heimatland Tirol aufzeigen und ein Zeichen für die europäische Zukunft der drei Mitgliedsländer der Europaregion setzen.